Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Damit herzlich willkommen bei Enshrouded. Let's go! Wir wachen in einer Kaffeekanne auf. Okay. Na, wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen an, nicht wahr? Also es soll, wie gesagt, so eine Mischung sein aus Valheim, Minecraft, Zelda. Das ist ein deutscher Entwickler. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Wir kommunizieren mal mit der Flamme. Wir sollen einen Flammenaltar errichten, um uns vor der Dunkelheit zu schützen. Oh, da geht eine Tür auf. Stimmt, ein Weihrauchding aus der Kirche. Also wie gesagt, wir sind in einem Live-Let's Play nebenher auf Twitch. Also nicht wundern, wenn ich da mit dem Chat ein bisschen interagiere ab und zu. Oh. Wisst ihr, woran mich das so ein bisschen erinnert? Als man da oben aus der Tür gekommen ist bei Elden Ring. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke Tab, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Hier haben wir die Welt. Die Welt ist schon mal riesig. Also geht ein Stück. So. Ebene für erste Basis. Ah, alles klar. Oh. Na. Über das Flüstern der Flamme. Neue Geschichtsseite allgemein. Die Theorien des Alchemisten Teil 1. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer. Schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern, aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Ja, Balthasar? Hallo, bist du Balthasar? Der Kollege hat ein bisschen zu lang relaxed. Ja, scheint so, ne? Müssen wir hier... nee. Oh, die Maus ist ein bisschen doll sensitiv. Boah, guck mal, wir haben das Licht angemacht.
Allein mit unserem Dasein. Neues. Wir sind noch 3 Minuten ausgeruht und dann? Ah. Oh, guck mal. Ich kann Lichter anmachen. Wo muss man denn runter? Da, hier, egal. Oh, was ist denn hier? Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Aha. Ja, man hat hier also auch Terraforming. Also man kann hier wirklich alles abbauen. Und soweit ich gelesen oder gehört habe, wird aber alles wieder zur vorherigen Form zurück. Nach einer Zeit, also quasi zurückgespawnt sozusagen. Außer das, was in dem eigenen Bereich ist, den man als Base hat. Doch, Höhlenbau geht in deiner eigenen Basis. Woanders außerhalb würde ich es jetzt, glaube ich, dann halt noch nicht machen, wenn sich das alles wieder... Wir müssten einfach irgendwo, können wir ja mal versuchen, eine Mulde zu graben. Und dann gucken wir einfach eine Zeit später wieder, ob die Mulde noch Mulde ist oder eben keine Mulde mehr. Oh. Oder an Erlands. Neue Geschichte, Adel und Geschichte. Sauflied. Sauflied. Ein Sauflied. Kommt zusammen, wir trinken eine Ode der Königin. Eins von den Jungen, 3 Kinder auf den Arm, der Becher voll. Und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesungen. Mäht in meinem Becher oder füllt ihn mit Rum. Lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. So wenig geht nicht, also sei es geteilt. Trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber mäht in meinem Kopf und auf der Flucht, als einen Kopf auf dem Spieß, bar jeder Sucht. Holt Rum und mäht und in den Becher rein, den Becher auf den Kopf. Lasst das Trinken nicht sein. Okay, alles klar. Haben eine... Oh, eine Kiste. Oh. Nehme ich. So, dann haben wir hier auch ein Tagebuch. Tagebuch hat man quasi seine Quests. Das werden nachher unglaublich viele Quests, soweit ich gesehen habe. Hier haben wir jetzt erstmal, dass wir den Platz für unsere Basis beanspruchen sollen. Dann haben wir hier auch die Flamme, die können wir dann entsprechend aufwerten. Überlebende müssen wir finden, Werkstätten haben wir. Damit können wir dann Dinge craften. Geschichten haben wir jetzt schon 2 freigeschaltet. Hier gibt es viel zu entdecken. Handwerk, ah, das sind die Sachen, die wir jetzt schon... Hier werden alle entdeckten Rezepte für das Handwerkstation gespeichert. Du kannst die Symbole auswählen und schnell verschiedene Kategorien. Hier findest du die Anforderungen und Zutaten für jedes Rezept. Du kannst Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten zu ihrer Herstellung gesammelt hast. Das ist nice. Auch gerade das Anpinnen ist nice. So, hier haben wir unseren Rucksack. Aha, aha, aha. Wir haben hier auch 2 Leisten. Wir machen das erstmal auf die 1. Okay, cool. Ah. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. Aha, aha, aha.
mag die Waffe. Also oben sehen wir sind jetzt in diesem Miasma. Das ist dieser unheilvolle, todbringende Nebel. Und wir haben immer nur eine gewisse Zeit, die wir uns in diesem Miasma aufhalten dürfen. Und ja, die Zeit kann man wohl später dann auch noch ein bisschen verlängern. Ich denke mal, wenn man levelt oder ähnliches. Leiter. Plus eins mehr unter Werkbank. Aha. Man kann auch alles zertrümmern. Soll man sogar, weil man da halt wichtige Dinge findet. Ja, anpinnen ist geil, ne? Was haben wir hier? Hältst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Alles klar. Also wenn wir sterben, dann kommen wir hier quasi her. Haben wir Garn freigeschaltet. Also mit dem Sammeln der Ressourcen schalten wir quasi die verschiedenen Rezepte frei. Seht ihr was? Oh. Ernte und iss Beeren, um deine Gesundheit mit der Zeit wieder aufzufüllen. Das bereitet dich auf die kommenden Gefahren vor. Mimimi. Oh, da steht Mais. Oh, ich höre schon Wölfe. Mimimi. Da oben habe ich schon was Rotes gesehen. Ach so, das war nur die Flamme. Gut. Die Glutwacht. Aber ich wollte doch zu den Ebenen. Hey, Stufe 2. Hä, was ist das? Ach, ein Bock. Oh. Vielleicht nicht direkt auf alles prügeln. Also. Hiervon kriegen wir Leben. 5 Ausdauerregeneration. Oh, das ist auch nice. Ausdauer ist wohl eine Mangelware. Von den Pilzen kriegen wir plus eine Intelligenz. Ein toller Snack, der das Gehirn anregt. Wup, wup. Erhöht die Intelligenz ein wenig. Da müssen wir ganz viel davon essen. Was ist das? Miasma-Sporen. Eine seltsame Energie. Im Moment scheint sie noch sehr instabil zu sein, aber vielleicht kann sie gezähmt werden. Aha. Aha. Papa-Stab. Knochen. Oh. Guck, wir haben schon Dinge freigeschaltet, nur weil wir den Tisch abgeräumt haben. So schaut's aus. Oh, da liegt was. Hier sitzen überall. Oh. Boote rum. Habe ich da jetzt aufgesammelt? Alte Bücher. Ein Stapel alter Pergamente, abgenutzt und zum Zerreißen zum Zahn der Zeit. Ein weiser Mann könnte aus den Überresten noch etwas rausholen. Ah, okay. Verlass mich nicht. Neuer Ort kartiert. Ein Marker hinzugefügt.
Jasmina, ist das wahr? Die Erbauer haben dich angerufen, zurückzubleiben, während der Rest von uns ruht? Wirst du da sein, wenn ich erwache? Bitte, du darfst nicht von meiner Seite weichen. Du bist mein Ein und Alles. Warum muss ich alles ändern? Ich vermisse die alten Zeiten, als wir zusammen reisten, Seite an Seite. Du hast mich neben dir verweilen lassen, du hast meine Hand gehalten. Und jetzt? Wozu diese Geheimniskrämerei? Ich dachte, du könntest dich mir anvertrauen. Ich will nicht, dass die Erbauer zwischen uns stehen. Ich verliere noch das letzte bisschen an Glauben. Wenn du schon gehen musst, gib mir wenigstens einen Abschiedskuss. Vom ganzen Herzen, E-Punkt. Okay. Was? Neues Bumsdings auf der Map? Liebesbrief an Königin Jasmina. Okay. Ah, nee, ich geh da lieber. Mimi. Well. Wasser. Wasser. Rucksack ist B. Wasser plus 1 Kondition plus 2 Ausdauerregeneration. Wait, dann packen wir das dahin. Das ist Stärke, Intelligenz, Ausdauer, Leben. Ich denke, hier kommen wir eh irgendwann nochmal her. Upsi. Ich will jetzt hier nicht alles überlegen. Aua! Eine Rattili. Oh, sie hat mich erschrocken. Hier Fell. Nehmen wir. Noch mehr Tierfell. Auf. Okay. Man kann sich hier halt, also für jemand, der gerne lootet, das hier schon ein Fest, ne? Ich hab mich erschrocken. Ich hab nicht mehr mit der gerechnet. Ein Rattenschenkel. Oh, guck mal. Das hier ist jetzt wieder Miasma? Ja, im Miasma. Aha. Da liegt irgendwas Rotes. Die sehen schon gut aus. Aber einfach, guck doch. Jetzt, guck mal, jetzt muss ich den ganzen Karren kaputt machen, um dich zu töten. Die haben da irgendwas. Ah, die sehen aber schon cool aus, die Viecher, ey. Der ist Hot Wars. Lesen. Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter. Als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heulspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in ein leuchtendes Zeitalter bringen. Nice. Ja, einfach im Siff rumstehen, das geht schon. Ich hab da 4 Minuten. Das Miasma zieht herauf. Die Blauhäher schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu, entspringt dem Abgrund wie eine Flutwelle. Sie nennen ihn das Miasma. Es bringt Krankheiten und Leid mit sich, verändert den Boden und die Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn wieder verstehen. Aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben.
War eklig. Oh, kann hier Dinge plündern. 2,25 haben wir noch. Okay. Oh, ah, oh. Oh. Nein. Was? Oh nein, man braucht einen Dietrich. Okay, dann müssen wir hier noch mal her. Das haben wir gelesen. Alles klar. Ja. Und schon war es Nacht. Oh, ein totes Tier. Ich weiß nicht, ich sag's gleich. So, alles klar. Das war so unsere erste Folge. Enshrouded. Es ist wahnsinnig interessant. Es sieht unglaublich gut aus. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, hier ein bisschen mehr zu lernen und zu erkunden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, habt Glühwürmchen gesammelt. Würde ich mich über ein Abo am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao. War klar. Es war klar. Wolf, weißt du immer diese Elfen? Oh, bis zum nächsten Mal.